So, grüßt euch Leute, wir sind mal wieder draußen im Wald unterwegs hier. Werden jetzt heute hier eine Nacht draußen verbringen, werden uns was Schönes zu essen kochen und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt es einfach dran. Viel Spaß. Der Stein hier, der strahlt in Hitze ab. Der würde eigentlich Essen auf einem heißen Stein machen können. Ja. Dann noch ein bisschen herziehen, weil da könnte man den so drauflegen. Und das wäre der Hammer. Das ist aber ganz schön Hitze dort hinten. Kannst du hier über einem heißen Stein. Korn und das immer essen. In der größten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Das ist es. Ist es ein Geräusch? Prost. Prost.
So, wir haben uns jetzt gerade noch einen schönen Fischnadeltee gemacht. Haben gut gegessen. Sind ausreichend gesättigt für die Nacht jetzt. Und das Thermometer sagt so 1 bis 1,5 Grad. Mal sehen, wie weit es noch runter geht. Der Himmel ist bedeckt. Niederschlag ist nicht gemeldet diese Nacht. Ja, wir werden dann noch ein bisschen dickeres Holz auflegen, dass die Glut möglichst bis morgen früh durchhält. Und dann schauen wir mal, wie die Nacht wird. Bestimmt dunkel. Kuschelig. Guten dicken Wollsocken. So. So, Nachtlager ist bezogen. Man hört jetzt hier noch so ganz leise das Feuer knistern. Bin gespannt, ob wir morgen noch ordentlich Glut da haben. Aber ich denke schon. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Gute Nacht, würde ich sagen. Licht aus. Bis morgen. Auf jeden Fall ist ein Stück Stein abgegangen. Moin Leute, ich sehe wahrscheinlich noch ein bisschen zerstört aus, aber alles gut, super Nacht gehabt. Wir haben es jetzt immer noch so um die 1 Grad, haben es jetzt kurz nach 7 und ja, haben jetzt gerade unser Feuer wieder entfacht. Und ja, hier nochmal kurzer Blick in unser Nachtlager, das große Tarp abgespannt und hier unsere Schlafplätze. Ja, wunderbare ruhige Nacht gehabt. Jetzt wollen wir erstmal Kaffee ansetzen.
So, unsere Wasservorräte sind jetzt fast erschöpft und da werde ich die Gelegenheit nutzen und hier gleich mal meinen Wasserfilter einweihen. Das Bächlein hier ist Schmelzwasser, kommt direkt hier oben aus dem Berg raus. Hier ringsrum ist nirgendwo Feld oder irgendwas Bebautes. Da können wir eigentlich sicher sein, dass das brauchbares Trinkwasser ist, aber zur Sicherheit tun wir es noch durch den Filter hauen. Fein. Für Eischinken. Eigentlich das Beste, wenn man so früh in der Kälte aus dem Schlafsack rauskommt, dann so ein warmes Frühstück. Warmer Kaffee. Da kommt einer. Hier, morgen ohne Kaffee geht ja gar nicht. Nee. So, wir haben jetzt gut gefrühstückt und es hat gerade ein bisschen angefangen zu nieseln. Aber es hat jetzt schon fast wieder aufgehört. Aber war ja auch was, wenn wir mal rausgehen und es ist mal wirklich trocken die ganze Zeit. Bei der Gelegenheit gleich nochmal schöne Grüße an den Walter. Und ja, freue mich, dass du so Gefallen an meinen Videos findest. Genau, wir werden jetzt hier noch das Feuer ein bisschen niederbrennen lassen, werden währenddessen noch ein paar Aufbauvarianten vom Tarp ausprobieren. Die Zeit hier noch ein bisschen nutzen, um ein bisschen was zu testen und dann, wenn das Feuer so langsam runtergebrannt ist, werden wir unser Zeug wieder zusammenpacken. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen. Nochmal ein kurzer Schwenk durchs Lager hier. Wir haben schon ein bisschen unser Zeug zusammengeräumt, dass wir dann nicht mehr nochmal alles anpacken müssen. Ja, war jetzt auf jeden Fall interessant, mal ein paar Aufbauvarianten durchzuprobieren. Da merkt man erstmal, dass man so aus der Kalten heraus gar nicht so fähig ist, da auf Anhieb so eine Konstruktion aufzubauen. Deswegen immer mal üben, dass es, wenn es dann mal ernst ist, wenn man mal schnell aufbauen muss, weil es irgendwie Wetterumschwung ist oder so. Es fängt an mit Regnen oder Schneien und man muss schnell sein Lager aufbauen, dann sollte das alles relativ schnell gehen. Und deswegen ist es immer ganz praktisch, wenn man das mal zwischendrin immer mal übt. Ein paar verschiedene Aufbauvarianten. Und bei der nächsten Übernachtung werden wir auf jeden Fall den Zeltaufbau mal ausprobieren, wie sich das so verhält. Ja, dass mein neues Tarp sich auch sehr gut als Biwaksack eignet, das haben wir jetzt auch rausgefunden. Da sind an den Seiten Druckknöpfe, die man zumachen kann. Dann hat man eine geschlossene Rolle, sage ich mal, als eine Art Biwaksack, Notbiwaksack, auch eine ganz praktische Sache.
Das werde ich aber vielleicht in einem anderen Video nochmal separat vorstellen, wie das funktioniert. Genau. War ganz, ganz gut, dass wir uns mal ein bisschen hier nochmal mit der Tarp-Sache, Aufbau, Varianten und so beschäftigt haben. So, das war's auch schon mit unserer kleinen Tour, mit unserer Übernachtung hier im Wald. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video und wenn dem so ist, dann gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ein paar Kommentare drunter schreiben. Unten in der Videobeschreibung findet ihr ein paar Links zu meiner Ausrüstung und den Link zu meinem Profil bei Instagram. Da könnt ihr auch mal gucken, stelle ich immer mal ein paar Bilder rein von Arbeit und auch von meinen Touren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut und viel Spaß draußen.